Spiel 26. Spieltag FC Astoria Waldorf ist siegreich zu Hause gegen den FC 08 Homburg mit 3:1. Die beiden Coaches sind neben mir zu meiner rechten Herr Kiefer, ganz herzlich begrüßen, und natürlich zu meiner linken Matze, du selbstverständlich. Ja, dann legen wir gleich los und lassen den Gästecoach beginnen. Die Spielanalyse, Herr Kiefer, bitte. Ja, zuerst mal gratuliere ich Matze, den ich ja jetzt auch schon eine Zeit lang kenne, zum Sieg. Vorneweg gesagt, ich glaube, es war ein verdienter Sieg. Wir haben heute hier so ein bisschen den Eindruck vermittelt, dass wir hierher fahren und ein bisschen Fußball spielen wollen. Wir haben dementsprechend auch, glaube ich, ganz ordentlich Fußball gespielt. Aber es ist jetzt das 25. Spiel und ich gehe das 22. Mal hier und muss einen individuellen Fehler kommentieren. Lassen wir alles einfach so sein, und jedes Mal gräst du halt durch sowas im Rückstand, sehr, sehr bitter für uns. Wie gesagt, das glaube ich ganz ordentlich war, aber so die letzten 10% haben gefehlt, einfach an Aggressivität, an Willen, an Einstellung, um das Spiel zu gewinnen. Das Tor, das wir gemacht haben, das 1:1, war hervorragend rausgespielt. Wir haben auch noch zwei, drei gute Situationen nach vorne gehabt, sind direkt nach der Halbzeit durch einen schönen Freistoß in Rückstand geraten. Das passiert dann auch, haben dann auch versucht, Druck aufzubauen, haben alles nach vorne geschmissen, obwohl wir sowieso schon heute eine sehr, sehr offensive Aufstellung hatten, mit Thierry Steinmetz, Timo Tschechen, versucht mit zwei Zehnern zu spielen, mit Kai Hesse vorne dran, die außen fahren, offensiv und setzt. Haben dann versucht, noch mehr Druck zu entwickeln. Wir haben auch so ein paar ordentliche Situationen geschaffen nach vorne. Aber es war heute nicht so, dass ich den Eindruck hatte, jetzt fällt irgendwo einer ein. Und dementsprechend passiert dann irgendwann ein Konter zum 3:1, nachdem wir 10 gegen 11 waren. Okay, wir können jetzt anfangen, mit dem Schiedsrichter zu hadern. Er muss in der ersten Halbzeit einen runterstellen, auch von Waldorf, die macht. Beim zweiten Foul. Ich bin der Meinung, er braucht ihn nicht runterzustellen, das ist meine ehrliche Meinung, aber dann darf er uns dann auch nicht runterstellen. Und das muss ich halt so ein bisschen anprangern. Heute wird sowieso viel zu schnell zu den Karten gegriffen und es waren alles keine Überhang-Fouls, aber wie gesagt, da muss er uns dann auch auf den Platz lassen, zumal es dann ein Spieler ist. Das ist natürlich bitter in der Situation, wenn man die letzten paar Minuten dann den Ball vorne in den 16er schlägt, eine gute, ja, wichtige Waffe für uns gewesen wäre. Aber so ist es, die Niederlage haben wir selbst zuzuschreiben. Waldorf hat, glaube ich, ein gutes, sehr gutes Spiel gegen uns gemacht und verdient gemacht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kiefer, für die Analyse. Applaus. Ja, auch vom Publikum. Ja, ich habe viele gelöste Gesichter gesehen bei unserer Seite. Sei so gut, Matze, deine Analyse. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, wir wollten heute gegen eine starke Homburger Mannschaft, die, wie du auch sagst, sehr, sehr offensiv eingestellt war, defensiv gut stehen, wir wollten tief stehen, wir wollten kompakt stehen, wir wollten wenig Torchancen zulassen. Es ist uns gelungen und wir wollten auch immer wieder nach vorne unsere Möglichkeiten suchen und dann auch, wie du sagst, durch einen individuellen Fehler dann das 1:0 gemacht. Gegen das 1:1, wo wir uns auch nicht ganz glücklich anstellen. Kriegen ist aber gut weg, ja. Und die Art und Weise, gerade zweite Halbzeit, wie wir raus sind, ja, wie wir auch das Spiel gewinnen wollten, wie wir aufgetreten sind, auch der Teamspirit auf dem Platz, das war sehr, sehr gut. Da bin ich sehr zufrieden und von daher freuen wir uns jetzt auf den Spieltag, der aufsteht, beobachten die Ergebnisse, machen morgen Training, laufen aus, Sonntag frei, dann haben wir am Montag schon wieder Training, weil es Abschlusstraining oder am Dienstag Pokalspiel haben, haben auch noch ein großes Ziel vor uns. Von daher ist es nicht langweilig und ja, jetzt freuen wir uns erstmal aufs Wochenende. Vielen Dank. Ja, vielen Dank dir, Matze. Natürlich auch Applaus für unseren Coach, für Matze Born. Ja, und er hat auch schon darauf hingewiesen, ich kann jetzt hier mit die Pressekonferenz schließen. Das nächste Spiel wird schon bereits am Dienstag stattfinden, geht also im englischen Rhythmus weiter, auswärts dann im Pokal in Spielberg. Dann hilft mir, dann geht es auf den Wissenberg nach Laudern und genau am Montag, es ist der 16. Nee, Blödsinn, der 16. ist dann das Heimspiel wieder gegen den Balinger SC. So, jetzt haben wir es. Also von daher würden wir uns freuen, wenn wir Sie wieder beim nächsten Heimspiel begrüßen dürfen. Darf mich bedanken nochmal bei Herrn Kiefer. Wünsche euch eine gute Nachhausereise und für die nächsten Spiele alles Gute. Und Matze, wir sehen uns dann wieder gegen den Balinger SC. Vielen Dank.